Also ich finde ganz spannend auch, was Sie genannt haben, dass Sie einen Ton für den Film finden wollen, der sozusagen nur zu diesem Film letztendlich gehört. Und da stelle ich mir vor, dass vielleicht diese Suche recht ein sehr strapaziöser Prozess ist. Ja, das ist halt wie Gebären und Brüten. Das braucht eine Zeit und das ist auch für mich sehr hilfreich, wenn ich sehr früh von einem Projekt weiß, das Drehbuch schon oder das Originalbuch gelesen habe. Und ich komponiere quasi ohne zu komponieren. Das beschäftigt mich so am Rande, so während ich spüle oder was anderes mache. Findet dann so allmählich seinen Platz in mir und seinen Raum und die Ideen kommen dann. Also ich finde es schwierig, wenn ich irgendwie heute angerufen werde und morgen was komponieren muss. Auch dann sage ich also vor einer Woche, also ich brauche eine Woche, um mich damit nicht zu beschäftigen. Also ich brauche einfach Zeit, um mich damit nicht, also so spielerisch am Rande zu beschäftigen, aber nicht krampfhaft, ich muss mich jetzt beschäftigen damit. Das ist ein anderer Prozess. So ein Freiraum quasi erstmal entsteht, ne? Genau, weil alles, was verkrampft, ja, dann wiederholt man sich auch. Also wenn man wirklich gucken will, was der Film braucht, und was das macht ja auch am meisten Spaß. Also es ist ja wie, als wenn man einen Dokumentarfilm dreht. Also ich bekomme ein Projekt, ich lese das Urbuch, ich lese das Drehbuch, wenn es in Afrika spielt, ich fange an, mich mit Afrika zu beschäftigen. Und plötzlich bekommt es so von allen Seiten eine Beleuchtung, die es leichter für mich macht, was Eigenes zu finden. Aber ohne Zeit geht das nicht. Dann würde ich mich nur wiederholen. Dann greift man nur zum Nächstliegenden, nicht? Ja, Was und ich finde, man jeder sicher hat, Film hat ja. das Recht, seine Musik zu bekommen. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, obwohl mir klar ist, dass man da auch an die Grenze stößt, was sprachlich möglich ist? Also woher kommen gewissermaßen die Ideen? Ist das die Atmosphäre eines Filmbildes? Sind es andere Details? Vielleicht sogar an einem konkreten Beispiel, wo Sie gesagt haben, das war für mich der Aufhänger, dass ich die Idee gefunden habe, die Musik so anzulegen. Es geht ja los schon bei der Besetzung. Was wähle ich? Welche Instrumente wähle ich? Und so weiter. Ne? Das finde ich also ganz spannend, wenn Sie das noch ein bisschen erläutern könnten, wie dieser Findungsprozess stattfindet. Ja, der ist unterschiedlich. Also manchmal ist es wirklich, ich lese ein Drehbuch und merke, okay, das ist eine Musik, die ich eigentlich nicht, also zum Beispiel Mickey Maus Musik oder so, Mickey Mousing, da habe ich, das ist nicht meins, das können andere besser, das möchte ich auch gar nicht machen. Und wenn ich merke, der Film braucht sowas, dann sage ich das ab. Oder ich bekomme beim Drehbuchlesen ein Gefühl von Instrumentation. Bei Krabat hatte ich das Gefühl, das muss ganz archaisch werden mit Gamben und so. Und dann habe ich das ja kombiniert. Manchmal ist es die Besetzung, also bei dem 4-Minuten-Stück habe ich mir als erste von der Produktion eine Aufnahme der Hanna Herzsprung schicken lassen, was für ein Typ das ist. Ob die eben auch motorisch ist. Und es war ja klar, sie kann eigentlich nicht spielen. Aber ob das glaubwürdig ist, dass die da um den Flügel rumrobbt und so. Also das hat mich dann, diese Aufnahme neben der Geschichte hat mich motiviert. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal motiviert mich auch der Gedanke, mal was anderes zu probieren. Ob dann der Regisseur mitgeht, ist was anderes. Aber ich brauche auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte jemandem was schenken. Also mit einem Regisseur zu arbeiten, den ich nicht mag, ist ganz schwierig. Eigentlich mag ich alle. Das beruht dann sicher auch auf Gegenseitigkeit, dass sie ansprechen, dass sie für ihre Ja, Filme die Musik machen ja. sollen, nicht? Und es gab auch Projekte, die habe ich abgesagt. Also da habe ich dann schon mal komponiert. Und dann gab es zum Beispiel einen Pilotfilm. Und da hat die Produzentin gesagt, alles wunderbar, schöne Kinomusik, aber wir haben hier Pilotfilm, Fernsehen, wir brauchen hier was anderes. Dann habe ich was anderes probiert, aber es war ja nicht meins. Und ich hatte ja schon eine Musik gefunden für den Film. Das war klar, dass das nicht richtig war. Und dann habe ich auch darum gebeten, aus dem Projekt rauszukommen. Und ich hatte auch kein wirklich gutes Gefühl mit dem Regisseur.
Ich möchte auch gerne mit Regisseuren arbeiten, die mit der gleichen Leidenschaft ihren Film machen. Und der war dann eigentlich schon im dritten Projekt wieder. Also es ist auch immer ein bisschen, ich komponiere auch für die Menschen, für die ich das mache. Oder bei den Wilde Hühner, das weiß ich noch, meine Schwester hat so eine tolle Tochter, das war genau das Alter. Da habe ich das eigentlich für sie, da hatte ich sie im Auge. Oder jetzt Molly Monster ist der erste Zeichentrickfilm für meinen Sohn. Also das ist natürlich eine hohe, und die Musik ist auch, glaube ich, gelungen. Also weil ich einfach auch das für ihn gemacht habe. Also Ja, die ich haben verbinde da Adressaten, auch ja. immer, ich verbinde oft auch was Persönliches für mich damit. Das erzähle ich jetzt hier, aber ich erzähle es nicht den Regisseuren oder so. Aber ich habe ganz früh schon gesagt, ich möchte eigentlich meine Menschen mit meiner Musik auch beschenken. So irgendwie beglücken aus dem Alltag. Ich meine, ich bin keine Ärztin, ich kann kein Leben retten, aber ich kann vielleicht Emotionen hervorrufen, die einem gut tun oder die einen berühren oder so. Auf einer Das ist ja anderen auch die Ebene Macht der was machen. Musik, nicht? Das ist ja die Letztendlich, Macht. ja. Das ist ja das eben, die Macht hat keine Worte, sondern sie geht direkt ins vegetative Nervensystem. Bis man sich die Ohren zugehalten hat, ist die Musik schon im Körper und funktioniert auf der emotionalen Ebene. Deswegen ist sie ja auch so stark und deswegen darf man sie auch nicht zu viel einsetzen, weil sie so stark ist. Also ich meine, man kann, bevor man das überhaupt sieht, alles erzählen mit der Musik. Man kann alles verraten oder man kann etwas anderes erzählen, was eigentlich im Film noch nicht ist. Also das ist, der Zuschauer kann sich dem nicht entziehen. Der ist dem ausgesetzt. Das finde ich super. Frau Fox, ich würde jetzt gerne mal einen Cut machen und einen anderen Aspekt ansprechen. Sie haben ja, als Sie erzählt haben, was Sie in Ihrem Bildungsweg, musikalischen Bildungsweg, alles schon gemacht haben, dachte ich, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um Filmmusik zu machen. Also zum einen verschiedene Instrumente spielen, aber was noch wichtiger, glaube ich, ist, in verschiedenen Stilistiken sich auszukennen und jetzt nicht nur Schmalspur, weiß ich, Avantgarde-Musik oder Klassik, was auch immer. Was würden Sie noch als, wenn wir es jetzt mal verallgemeinern, als wichtige Voraussetzung sehen, dass ein Musiker Filmkomponist sein kann? Was muss er Also ich noch muss mitbringen? erstmal sagen, die meisten Filmkomponisten und sehr gute und Oscar-Preisträger haben nicht Musik studiert und vor allen Dingen nicht Komposition studiert, also die heutigen. Wenn man das sich anguckt, also zu meiner Zeit gab es ja auch überhaupt keine Studienmöglichkeiten. Heute ist es ein bisschen mehr, aber es gab dann Ludwigsburg, die Filmakademie Ludwigsburg, und in München hat es gerade eröffnet. Also so, also wir müssen davon ausgehen, dass ein Musikstudium nicht Voraussetzung dafür ist. Und viele, viele wahnsinnig gute Komponisten haben das gar nicht. Die holen sich dann Hilfe, wenn die Orchester aufnehmen. Die Technik macht es jetzt möglich. Ich für mich persönlich ist das total super, dass ich das gelernt habe von der Pike auf. Für mich persönlich ist es richtig. Aber ich glaube, ich wäre kein so guter, in Anführungsstrichen, Filmkomponist, oder ich würde viel mehr Schwierigkeiten haben, wenn ich nicht auch nebenbei noch in Bands gespielt hätte und mich mit Popmusik auseinandergesetzt hätte und Jazz. Auch wenn ich jetzt keine Jazzerin bin oder bestimmt auch keine Popmusikerin, aber ich kann den Film angucken und schauen, was braucht der. Und wenn ich habe ja auch oft in Südafrika schon, also südafrikanische Filme gemacht, und ich kapiere das und wie die Musik da ist, und versuche auch so ein Kolorit, Klangkolorit aus Südafrika in meine Filmmusik reinzubekommen. Aber es hat auch popmusikalische Elemente, zum Beispiel bei Temba und Malunde. Und das, glaube ich, braucht man heute. Ich glaube, es ist dieser nur klassisch ausgebildete orchestrale romantische Klang, der ist zurzeit veraltet. Kommt wieder und wird auch immer wieder zu hören sein und so, aber ich glaube, man muss so grenzüberschreitend arbeiten. Und die andere Sache, die ich auch wahnsinnig wichtig finde, als zwei Sachen noch, ist Teamfähigkeit. Also es geht immer um den Film. Man darf da nicht denken, ja, das ist jetzt meine Musik und und die ist nicht untouchbar, ja, also so.
Und also Teamfähigkeit ist sehr wichtig. Und wobei ich sagen muss, Musik muss auch immer für sich klingen. Also unabhängig vom Film muss, also ich bin nicht jemand, der nur Klänge drunter legt. Ich möchte auch, dass die Musik ohne den Film funktioniert. Aber sie ist eben nur ein Teil vom Ganzen. Und was ich total wichtig finde, ist Dramaturgie und Einfühlungsvermögen. Also dramaturgisches Verständnis und Einfühlungsvermögen. Also man muss auch ein bisschen gelebt haben. Also ich glaube einfach, Komponisten müssen einfach ein bisschen älter sein, sie müssen ein bisschen emotional mitgehen können, finde ich. Also. Ich fand es sehr interessant, das ist nur ein Stichwort, die popmusikalischen Sounds, die sie für Ruben eingesetzt haben. Ich glaube, da merkt man einfach, sie sind jetzt nicht ein Popmusiker, der jetzt zum Film kommt und seine Sache einfach macht, sondern sie haben eben den Überblick über die verschiedensten Stilistiken und das befruchtet dann auch, wenn sie popmusikalisch arbeiten. Ist das nicht gewissermaßen nur, was gerade modisch so an Vogue ist, ne? Der Bernard Hörmann hat ja auch mal gesagt, dass ihm wurde auch die Frage gestellt, ob es eigentlich von Nutzen sei, wenn man als Filmmusiker Komposition studiert hat. Und da meinte er sinngemäß, ja, man ist dann nicht so von Moden abhängig. Also man kann dann auch noch 10 Jahre weiter, wenn sich eigentlich alles gewandelt hat, weil man einfach das Handwerk hat, um entsprechend damit arbeiten zu können. Ja.